Das OnePlus 7T war eines meiner persönlichen Highlights im Android-Bereich vom letzten Jahr. Ich habe es sogar zu meinem persönlich besten Smartphone von 2019 gekürt. Allerdings habe ich letztes Jahr auch das OnePlus 7T Pro kritisiert, denn ganz ehrlich, das war kein großes Upgrade und hätte man sich auch sparen können. OnePlus hat aus der Kritik gelernt, hat das OnePlus 8T Pro gestrichen und nicht auf den Markt gebracht, hat dem OnePlus 8T selbst allerdings mehr Upgrades spendiert, wie zum Beispiel ein Display mit 120 Hertz. Und das habe ich mir in den letzten Tagen etwas genauer angeschaut. Das OnePlus 8T ist seit ein paar Tagen in Deutschland erhältlich und wird für 600 bzw. 700 Euro angeboten. Und bevor wir zu meinen Eindrücken kommen, möchte ich euch kurz erzählen, was das Gerät zu bieten hat. Und dazu gehört unter anderem ein 6,55 Zoll großes OLED-Panel mit einer Full-HD-Auflösung und 120 Hertz, der Snapdragon 865. Es gibt wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, wahlweise 128 oder 256 GB internen Speicher, eine Quad-Kamera, auf die ich später genauer eingehen werde, ein Akku mit 4500 mAh und das waren, sage ich mal, so die groben Details. Ein Feature, welches OnePlus noch hervorhebt, ist schnelles Laden mit bis zu 65 Watt, aber auf das Thema Akku werde ich auch gleich nochmal genauer eingehen. Ich möchte meinen Test wie immer mit dem Design und der Haptik starten und da gibt es zu sagen, dass das OnePlus 8T so zwischen dem 8 und 8 Pro liegt, was ich ein bisschen schade finde, da es sehr nah an das 8 Pro selbst herankommt. Ich hätte mir dann doch ein etwas kompakteres Smartphone gewünscht, denn die Pro-Modelle sind für mich die großen und die normalen Modelle, sage ich mal, die etwas kompakteren Modelle. Das 8T ist allerdings relativ groß. Nichtsdestotrotz, die Verarbeitung ist wirklich super, wie man sie von OnePlus kennt, sehr gut. Da knarrt und wackelt nichts, die Tasten haben gute Druckpunkte. Die Haptik gefällt mir persönlich auch sehr gut, sage ich mal so. Und ich mag auch die neue Kameraanordnung. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlimm, dass die jetzt nicht mehr mittig ist. Ich finde auch die kleine Kameraordnung mit der Quad-Kamera in der Ecke gar nicht mal so schlimm. Was ich persönlich allerdings auch sagen muss, ist, dass ich das OnePlus Nord, welches ich auch hier habe, nicht so hochwertig von der Optik finde. Mir gefällt das Grün nicht. Es ist kein mattes Grün, es ist auch kein Hochglanzgrün. Es ist irgendwie so eine Mischung dazwischen und sieht so ein bisschen wie Plastik aus. Und das ist auch beim OnePlus 8T in Grün der Fall, sprich meinem Testgerät. Gefällt mir optisch ehrlich gesagt nicht so gut. Ich finde die matte Oberfläche vom OnePlus 8 Pro wirklich hervorragend. Eines der schönsten Smartphones meiner Meinung nach. Das OnePlus 8T hätte diese auch vertragen können, hätte mir somit deutlich besser gefallen. Aquamarine Green gefällt mir wirklich nicht so gut, wirkt billig, wirkt wirklich ein bisschen wie Plastik teilweise. Dementsprechend kann ich euch empfehlen, es gibt auch eine matte silberne Version, die meiner Meinung nach wirklich sehr gut aussieht. Die würde ich mir persönlich, wenn man sich das OnePlus 8T kauft, zulegen. Das Display ist das Highlight vom OnePlus 8T, denn das ist jetzt auf Pro-Niveau mit den 120 Hertz. Es hat allerdings nur Full HD Plus, aber wenn ich ehrlich bin, ich sehe den Unterschied zwischen QHD und FHD nicht wirklich. Es gibt sehr gute Farben, natürlich sehr gute Blickwinkel und auch Schwarzwerte. Und man muss auch sagen, dass die Helligkeit für dieses Panel sehr, sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ganz auf dem Level vom Pro ist, aber es ist ein sehr, sehr gutes Display. Das kleine Loch ist sehr minimal. Es hält sich, sage ich mal, zurück. Das Gerät wirkt von der Front sehr minimalistisch. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es keine gebogenen Displayränder links und rechts gibt. Die einen mögen das, die anderen nicht so sehr. Ich gehöre zu der Gruppe, die lieber ein flaches Panel bevorzugt, da ich in den Rändern einfach keinen Vorteil sehe und die Farben dort gerne ein bisschen verzerrt sind. Aus diesem Grund finde ich es ganz gut, dass das OnePlus 8T flache Display-Seiten hat. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass der Displayrand überall ein bisschen unterschiedlich dick ist und nicht ganz so symmetrisch wirkt. Sprich, an den Seiten links und rechts ist er dünner als oben und oben ist er ein bisschen dünner als unten. Sprich, wir bekommen im Prinzip drei unterschiedliche Dicken und das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Es ist nicht gravierend, aber das Pixel 5 hat zum Beispiel gesagt, wie schön so ein symmetrischer Displayrand aussehen kann. Und das hätte ich mir beim OnePlus 8T auch gewünscht. Zur Performance und dem Akku muss man bei OnePlus eigentlich gar nicht zu viel sagen. Die Performance ist wie immer sehr, sehr gut. Das Gerät läuft sehr, sehr flüssig. Das liegt unter anderem an der sehr potenten Hardware. Natürlich auch an Oxygen OS und mit Version 11 hat sich zwar ein bisschen was optisch getan. Die Performance ist aber weiterhin gleich geblieben oder gleich gut geblieben. Und ich muss auch sagen, dass die Akkulaufzeit bisher wirklich überzeugend war. Ich persönlich war sehr, sehr zufrieden. Teilweise sogar wirklich besser als mit anderen OnePlus-Smartphones in der Vergangenheit. Der 4500 mAh starke Akku weiß hier zu überzeugen und dazu gibt es schnelles Laden, Warp Charge mit 65 Watt. Das ist
viel, ja, und man kann den Akku auch sehr, sehr zügig damit aufladen. Für mich persönlich aber nicht so ein Highlight, wie es das für OnePlus ist, denn ganz ehrlich, auch 30 Watt sind extrem schnell und es kommt bei mir im Alltag so gut wie nie vor, dass ich diese Geschwindigkeit beim Laden wirklich benötigen würde. Mir würden 30 Watt reichen, nun gibt es 65 Watt, der ein oder andere, den wird das vielleicht freuen. Was ich persönlich allerdings schade finde, ist, dass man Qi gestrichen hat. Ich habe bei OnePlus nachgefragt, warum gibt es das beim OnePlus 8 Pro, warum aber nicht beim OnePlus 8T? Laut OnePlus ist das ein Pro-Feature, dem ich wirklich nicht zustimmen kann. iPhone SE, sämtliche Samsung-Smartphones im günstigeren Bereich etc. Qi setzt sich durch. Qi ist ein kabelloser Ladestandard, den viele Hersteller nutzen und in immer mehr Modellen verbauen. Und vor allem bei einem Preis von bis zu 700 Euro hätte ich mir kabelloses Laden auch hier gewünscht. Die Kamera im OnePlus 8T ist okay. Der 48-Megapixel-Sensor liefert gute Ergebnisse, ist aber so ein bisschen auf dem Stand von 2019, also sprich vom 7T Pro oder auch vom OnePlus 8 oder auch vom OnePlus Nord, sprich nicht auf dem Level vom OnePlus 8 Pro, was ich schade finde, da dieses Modell mittlerweile ganz oben mitspielt. Nun ist die Kamera nicht mehr unbedingt die Stärke. In der Vergangenheit war es ja eine Schwäche, das ist sie noch nicht, aber ich hätte mir trotzdem eine bessere Kamera im OnePlus 8T gewünscht. Der Ultraweitwinkelsensor löst mit 16 Megapixel auf und ist okay. Auch da gibt es bessere Sensoren auf dem Markt und was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass man sich für eine 5-Megapixel-Makrokamera und eine 2-Megapixel-Monochromkamera entschieden hat. Die ist nicht ganz so unnötig wie der Farbfilter vom OnePlus 7 Pro. Aber ganz ehrlich, eine gute Hauptkamera ersetzt eine Makrokamera und eine Monochromkamera benötigt man auch nicht. Was ich mir stattdessen lieber gewünscht hätte, wäre eine ganz normale Telefotokamera für einen guten zweifachen oder dreifachen optischen Zoom. Ich glaube, damit könnten die meisten Nutzer im Alltag mehr anfangen. Und auch da muss ich wieder dazu sagen, das ist in der Kategorie für 600 oder 700 Euro durchaus Standard. Dementsprechend würde ich die Kamera vom OnePlus 8T als durchschnittlich oder mittelmäßig bis okay bezeichnen. Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich noch ein paar sonstige Dinge anmerken und das wäre unter anderem, dass es keine IP-Zertifizierung gibt. Da spart man sich das Geld, denn laut OnePlus ist das 8T genauso wie das 8 Pro gefertigt. Sprich, es müsste theoretisch gesehen genauso wasserdicht sein. Es gibt gute Stereo-Lautsprecher, wirklich sehr, sehr gute Stereo-Lautsprecher. Wenn man bedenkt, wie dünn der Rand oben ist, finde ich die wirklich sehr in Ordnung. Der Fingerabdrucksensor unter dem Display ist schnell und sperrt das Gerät wirklich zügig. Es gibt auch Face Unlock, aber wie gesagt, nur mit einer Kamera und das bedeutet, dass die Technologie nicht ganz so zuverlässig wie bei einem 3D-Sensor ist, aber man kann es auf Wunsch nutzen. Und was ich auch bei OnePlus immer gerne anmerke, ist, dass man gute Vibrationsmotoren verbaut, sprich Vibrationen, Haptik, Feedback bei dem Gerät sind wirklich gut. Da gibt es viele Hersteller, die das nicht so gut können und OnePlus gehört zu denen, die das besser machen. Ich finde, das ist ein Feature, welches oft unterschätzt wird, welches mir persönlich im Alltag allerdings durchaus wichtig ist. Womit wir bei meinem Fazit wären, und da muss ich sagen, dass ich grundsätzlich sehr zufrieden mit dem OnePlus 8T bin. Ich finde, man bekommt auch ein gutes Modell, eine gute Ausstattung mit viel Speicher, RAM, einem guten Prozessor für den Preis. Allerdings geht OnePlus wieder so ein bisschen in die alte Richtung, die man früher gerne gewählt hat. Man konzentriert sich auf gewisse Features wie den Snapdragon 865 oder jetzt auch das Panel mit 120 Hertz, ignoriert dann aber so ein paar Kategorien, die vielleicht auch wichtig wären, wie zum Beispiel die Kamera oder das Qi jetzt fehlt oder dass man keine IP-Zertifizierung verbaut hat. Im Vergleich zum OnePlus 7 Pro hat man den Preis deutlich gesenkt, aber wie gesagt, das hier ist auch kein Pro-Modell und dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass gewisse Features fehlen, vor allem mit Hinblick darauf, dass das in dieser Preisklasse zwar normal ist, aber dass die Konkurrenz mittlerweile stark aufgeholt hat. Es gibt jetzt das Xiaomi Mi 10T, es gibt das Samsung Galaxy S20 FE, auch Google hat sich beim Pixel 5 dafür entschieden, in dieser Preiskategorie anzugreifen und was früher mal so ein bisschen die Stärke oder die Hauptkategorie von OnePlus war, sprich Modelle für knapp 600 Euro oder Modelle, die so 200, 300 Euro günstiger als die der Konkurrenz sind, ist jetzt nicht mehr so der Fall, denn die Konkurrenz ist sehr, sehr stark geworden. Ich kann das OnePlus 8 hier durchaus empfehlen, wenn man OnePlus mag, wenn man eine schöne Performance und eine schöne Oberfläche mag, ist das durchaus ein gutes Smartphone. Aber mit Blick auf die Konkurrenz muss ich auch sagen, dass diese in diesem Jahr sehr stark ist und dass es Modelle gibt, die ich einem OnePlus 8T vorziehen würde, zum Beispiel ein Google Pixel 5.
Von meiner Seite gibt es zwar eine Kaufempfehlung und ich finde das OnePlus 8T auch gut und finde es gut, dass man jetzt das OnePlus 8T Pro gestrichen hat. Nichtsdestotrotz würde ich mir für ein OnePlus 9 oder auch für ein OnePlus 9T im nächsten Jahr ein bisschen mehr wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man wirklich alle Standards erfüllt, die Samsung zum Beispiel auch in seiner gehobenen Mittelklasse erfüllt und dass man da einfach wieder besser mithalten kann, denn die ehemalige Disziplin von OnePlus, die ehemalige Stärke, die gehobene Mittelklasse oder die untere Flaggschiff-Kategorie mit einer guten Ausstattung ist ins Wanken geraten und das OnePlus 8T ist zwar ein gutes und solides Modell, kann aber nicht komplett überzeugen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und ich sage bis zum nächsten Video.